Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Half-Life 2 mit Gordon Freeman und den dreckigen Säcken da hinten. Okay, pass auf. Ohne Witz, ich hau dich mit der Brechstange kaputt, du dumme Sau, so. Schnell weg. So, wir werden jetzt einfach mal ein paar Granaten reinballern. Da kenne ich ja nichts, ne? Wir faxen nämlich dicke. Die habe ich kommen sehen. Oh, den habe ich auch irgendwie kommen sehen. Wenn auch nicht ganz korrekt, richtig super und so. So, keine Ahnung, ob das was gebracht hat. Ich wollte mal versuchen, ob ich da oben eine Granate reinschießen kann. Hätte bestimmt geklappt, wenn ich ein bisschen zielsicherer wäre. Meine Freunde der Sonne. Wir sind hier ganz schön unter Bedrängnis. Muss man mal so sagen. Und ich werde jetzt erstmal fragen. So, wo kommen diese Schüsse denn jetzt her, bitte? Ach, von da oben. Von dem Herrn da oben. Oh, 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 oh. So jammer nicht, ne? Mein Freund. So, ich gehe zum normalen Maschinengewehr über. Denn irgendwie habe ich da noch ein bisschen viel mehr Munition für. Super. Verdammt, da haut er mir hier so eine Scheiße rein. Tschüss, mein Freund. So. Speichern. Okay. Verdammt. So, ich muss das damit probieren. Denn anders habe ich, glaube ich, keine Chance gegen diese Typen hier. So. Zumindest schon mal ein bisschen was erreicht, ne? Okay, das speichern wir auch mal. So, jetzt gehen wir mal aufs normale MG. Gucken wir mal, ob das besser hilft. Auf jeden Fall sind wir schon mal ein bisschen besser hier vorangekommen als beim letzten Mal. Au! Tja, dumm, wenn man da nicht langkommt, ne?
Freunde der Sonne. So, und ihr unterschätzt Gordon Freeman. Zack. Kannst du behalten, den Scheiß. So. Erstmal aufladen hier wieder. So. Das haben wir doch jetzt mal dringend nötig. Perfekt. Warte mal. Wenn ich das jetzt hier wieder... Kann ich das nicht wieder reinstecken? Doch, komm. Komm, steck's wieder rein hier. Komm, komm schon. Verdammt, ich kann das nicht wieder reinstecken, ne? Schade. Das wäre natürlich echt nice gewesen. Was genau ist passiert? Man weiß es nicht, ne? Bridge Access. Ist klar, mein Freund, der Sonne. So, komm her. Okay, ist ja völlig wurscht. Wir gehen einfach. Wir gehen einfach und schauen mal. Eieiei. Ja, das ist echt ein Problem, ne? Das ist echt ein Problem. Ja, ich hab dich gesehen, mein Freund. Gar kein Problem, ich habe dich gesehen. Und dann gibt's direkt aufs Maul. So, das Problem ist, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich hin muss. Einfach mal hier hoch. So. Oh. Ich bin leider runtergefallen. So ein Ärger, aber auch. Wieso bin ich denn da runtergefallen? Habe ich da etwa... Ich da etwa die Sackgasse nicht gesehen, also beziehungsweise. Ach, in der Tat. Habe ich schon gerade was übersehen. Okay, hier nochmal speichern. Nee, da komme ich doch, da komme ich doch nie rüber. Da komme ich doch niemals rüber. Eieieiei. Da, 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 da. So, ich muss diesen Hubschrauber loswerden. Und ich weiß, dass wir hier oben Hubschrauber-Munition haben. Und zwar jede Menge. Also, hier, Raketenwerfer-Munition anscheinend. Ich habe dich erwischt, mein Freund der Sonne. Das war nicht so gut.
Das ist überhaupt nicht gut. Ich speichere das trotzdem mal. Fuck. Verdammt. Okay. Das hilft alles nichts. Mit 5 HP ist das doof, ne? Komm, ich lade den anderen Spielstand nochmal. Achso. Das geht natürlich nicht per Schnellladen, ne? Okay, es hilft nicht. Wir müssen nochmal den anderen Spielstand laden. Was war das denn bitte? Warum? Warum macht er denn sowas? Au, 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 au. So, ich glaube, wir haben ihn aber gut getroffen jetzt. Und das speichere ich jetzt gerade nochmal. Und gehen wir gerade nochmal neue Munition holen hier. Und da geht doch hier rein. Neue Munition, wir müssen diesen Hubschrauber loswerden, denn der geht mir auf den Sack. So. Geht doch. Okay, hier geht's auch nochmal hoch. Warum geht's denn hier nochmal hoch? Hier geht's nicht mehr weiter. Hier geht's auch nicht mehr weiter. Okay. So, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen, ne? Deswegen gehe ich jetzt einfach nochmal zurück. Also. Ne. So, erstmal andere Waffe auswählen. Speichern. Also soweit, also zurück zu der... Da können wir gar nicht, ne? Oder komme ich hier nochmal rauf? Mich hier nochmal rauf. Ich speichere gerade nochmal. Irgendwas ist ja mit der Brücke passiert. Oh, ja, super. Niedrige Gesundheit. Okay, ich komme dahin gar nicht mehr zurück. Jetzt ist ja die Frage, wohin? Mich doch verarschen. Jetzt. Gordon Freeman. Ohne Witz. Okay, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir hin müssen. Es deutet aber irgendwie alles darauf hin, dass wir hier irgendwo wieder hin müssen. Zack. So. So. Und so. Irgendwas habe ich offensichtlich übersehen. Ich weiß noch nicht was. So, nochmal eben schauen. Also in der Richtung haben wir ja gekämpft, ne? Und da haben wir ja oben quasi den irgendeinen Mechanismus ausgelöst. Ich weiß aber nicht,
wofür dieser Mechanismus war. Ich weiß nur, dass wir Fallschaden gekriegt haben. Okay, pass auf. Hier hat der Hubschrauber zerstört. Warte mal. Das heißt, hier kommen wir gar nicht mehr hin, ne? Ne, da kommen wir gar nicht mehr hin. Also das heißt, irgendwo muss ich hin. Aber wo, Klaus? Wo? Denk doch mal nach. Da oben kann man noch irgendwo hin. Da oben kann man theoretisch noch irgendwo hin. Aber wie da hinkommen? That's the big question. Ich bin irgendwie offensichtlich total überfordert. So, pass auf. Gucken wir doch mal. Ach stimmt, da oben kann man auch langlaufen. Da oben kann man auch langlaufen. Dann werden wir das jetzt auch mal tun. Zack, so. So, und jetzt gucken wir hier erst einmal. Hier ist keine Leiter, sonst irgendwas. Alles vergeben. Da auch. So, hier haben wir nochmal ein bisschen HP. Zack. Nochmal speichern. So, hier kommen wir nur noch unten. Und auch nur noch hier rum. Was aber in Ordnung ist, weil in die Richtung müssten wir ja theoretisch. So, da gibt es auch keinen Alternativweg. Hier gibt es nur den Weg hier rum. Und da gibt es nur die Leiter. So, dann gehen wir die Leiter hier nochmal rauf. So, und die Leiter führt uns auch nur wieder nach hier. Das ist der Raum von oben. Und hier haben wir auch nichts übersehen. So. Darum. So, und dann gibt es hier auch nur noch den Weg noch weiter nach oben. So, und da sind wir hier in dem Raum wieder. So, von hier gibt es aber überhaupt keinen Weg. Ne? Von hier gibt es überhaupt keinen Weg. Wenn ihr versteht, was ich meine. Bridge Access Field inactive. So, wie bitte komme ich denn da hoch? Ich würde gerne hier hochkommen. Gibt es doch nicht. Tja, keine Ahnung, Leute. Wenn ihr irgendeine Idee habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich muss an dieser Stelle jetzt ehrlich gesagt meine Segel streichern. Ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Also, ihr versteht mein Dilemma, ne? Ich habe hier keine Möglichkeit, da irgendwie hochzukommen. Und zurück kommen wir offensichtlich nicht. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat oder auch wenn nicht, kommentieren, diskutieren, philosophieren, Däumchen nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Half-Life 2 mit Gordon Freeman wieder. Bis dahin. Tschüss.